allerseits. Kleines Video zu einem Thema beim Bushcraften, wo die wenigsten Leute darüber sprechen: Handschuhe. Wie die meisten von euch schon gesehen haben, sind meine Hände meistens sehr vermackt. Es gibt da so ein schönes Video, wo ich ja mit dem Helle Eggen einmal quer durch den Daumen gesäbelt habe. Ne, danach das Video. Es ging sogar durch das Nagelbett und durch den Nagel durch. So scharf sind die Helle Messer übrigens, oder heller. Und so richtig gute Bushcraft Messer, Handschuhe gibt es eigentlich kaum irgendwie, dass die extra für den Bereich gebaut werden oder gemacht werden. Ich habe jetzt ein paar Jahre lang Rider Gloves benutzt oder habe sie auch nicht benutzt vielmehr, sonst wären meine Hände nicht so vermackt. Ja, obwohl, das da ist ja nicht beim Bushcraften passiert, sondern bin ich an einem Nagel hängen geblieben. Aber auch ein schönes Feeling. Ich habe also jetzt jahrelang Rider Gloves benutzt. Und die kosten so um die 20 Euro. Und das sind diese, da gibt es drei verschiedene Versionen von. Die eine ist aus schwarzem Leder und wasserdicht. Dann gibt es welche aus braunem Wildleder, also nicht wasserdicht. Und dann gibt es die, die die meisten wahrscheinlich schon in amerikanischen Filmen gesehen haben, die die Rodeo-Reiter anhaben oder irgendwelche Cowboys der Neuzeit. Sind auch nicht wasserdicht, aber man kann die imprägnieren oder mit Fixing Wax bearbeiten. Dann sind die wenigstens abweisend. Wie ihr hört, im Frühling sind wieder die Leute mit den Kindern im Wald unterwegs. Man kann die quer durch den Wald hören. Also hier ist nichts mit, dass man nach 10 Metern nichts mehr hört. Hier kann man hunderte von Metern weit hören. Hey, die Fliegen fangen wieder an. Vielleicht noch ein Video für euch. Also diese Handschuhe, die kann ich empfehlen. Ich habe die auch auf der Arbeit immer angehabt. Die hielten bei einem richtig harten Einsatz. Ich habe die also von 8 Stunden, habe ich die bestimmt 5 Stunden angehabt. Ich arbeite im Tiefkühlbereich und muss tiefgekühlte Sachen auch anfassen. Also Eisen, Metall, Rollis. Die hielten so 2 Jahre. Und dann ist das für einen Preis von 20 Euro echt annehmbar. Nur sowas kauft man sich halt dann nur alle 2 Jahre. Wenn ihr natürlich die nicht zum Arbeiten benutzt, halten die länger. Das ist doch klar. Und ich habe das nicht bereut. Ich habe jetzt aber, da ich zu diesem Ausstatter nicht hinkomme zurzeit, das ist Trumans, also müsst ihr mal eingeben, trumans.de, entweder, nur mit U, ohne E, und Mans mit Truman, trumans.de, ich meine, so lautet die Webseite, da könnt ihr die gucken unter Rider Gloves. Ich werde die mir auch wiederholen. Wenn ich denn da mal wieder hinkomme. Das ist um die Ecke von der Arbeit, aber ich bin nachts um 4 Uhr von der Arbeit weg und die Firma da, die macht das um 10 Uhr auf. Und ich fahre nach der Arbeit nicht mehr nach Köln oder zur Rewe, um mir die Handschuhe zu kaufen. Da war ich jetzt bei Papis Army Store in Bad Marienberg, den habe ich schon öfters mal in Videos erwähnt. Und habe mir aus der Not geboren heraus gebrauchte Bundeswehrhandschuhe gekauft. Das sind die hier. Die werden wahrscheinlich einige Leute kennen, die bei der Bundeswehr waren. Und jetzt so am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist so ein dünnes Leder und da drin das Futter, das ist kein Futter, das ist Wildleder, das ist die Innenseite vom Handschuh. Also
6 Euro. Ich habe die bei der Arbeit auch immer an. Damit kann man übrigens auch prima Auto fahren. 6 Euro ist geschenkt. Und ich habe damit auf einen Schlag 10 Rollis abgeladen und keine kalten Finger bekommen. Und ich habe es mit kalten Fingern echt, also ich kann das nicht leiden. Die sind wasserabweisend. Nicht dicht, Leder ist selten wasserdicht, aber sind so sehr wasserabweisend. Da kam bis jetzt noch kein Wasser durch, habe die aber auch noch nicht imprägniert, das muss ich dazu sagen. Und ich werde das aber noch machen mit meinem Fixing Wax. Ich halte nicht so viel von diesem Sprühzeug da. Dann mache ich das lieber mit meinem Zeug, was ich selber hergestellt habe. Da weiß ich, was drin ist und was ich habe. Und diese Handschuhe, die sind auch noch wirklich berührungsempfindlich. Also man spürt, was man damit anfasst. Wenn ich zum Beispiel beim Kunden bin und muss die Papiere, der hat unterschrieben, nee, der kriegt seinen eckigen Durchschlag, nicht das Original. Dann ist das der Durchschlag meistens sehr dünn. Und wenn man dann vorher mit Tiefkühl gearbeitet hat und die fangen dann leicht an, ein bisschen feucht zu werden an der Oberfläche, habe ich die Papiere getrennt. Das ist sonst so mit anderen Handschuhen. Kennt das? Das habe ich hier mit. Riecht ziemlich gut. 6 Euro. Nehme ich mal zum Beispiel hier das Messer in die Hand. Und habe einen richtig guten Griff. Damit nicht ab. Das ist auch einer der Gründe, warum ich den Finger gerade abgemacht habe. Selbst im Sommer schwitzt man nicht in diesen Handschuhen. Also ich muss da mal euch fragen, die bei der Bundeswehr waren. Ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Also ich bin mit diesen Handschuhen sehr zufrieden. 6 Euro. Ich denke mal wesentlich mehr, wenn die wohl kaum in irgendeinem Army Shop kosten. Dann nehme ich mal das Messer hier. Das ich in einem anderen Video gerade eben noch gezeigt. Das ist das Pathfinder Scout. Und das hat einen wirklich sehr großen Griff. Da muss man schon 5 XL-Hände haben. Auch das liegt super gut in der Hand mit diesem Handschuh. Die Katergriffschalen. Feinere Arbeiten lassen sich mit dem Messer und den Handschuhen anfertigen. Ebenso grobe. Ja, das PSG-1 muss ich zeigen. Mein frisch gewachsener Kondor Butler. Geht auch super damit in der Hand. Jetzt kommen wir gleich zu einem kleinen Messer. Mittlerweile allseits bekannte. Ich zeig den Stock in die Kamera. Das Mora 510 Black. Und dafür, dass der Griff relativ klein ist, ihr seht, der verschwindet fast ganz. Das ist ein super Griff. Also Angst hier abzurutschen und da in die Klinge zu fassen beim Schneiden ist eh nicht gegeben, weil ich schneide ja so von mir weg und nicht auf mich zu, kann also nicht abrutschen, sondern da ich ja, selbst wenn das hier im das Messer im Holz stecken blieb, würde ich abgleiten nach da. Weiß nicht, wie die Leute sich dann dabei die Griffel schneiden, ist mir ein Rätsel, aber das liegt so geil in der Hand, das Messer. Gerade mit diesen Lederhandschuhen. Da sind feine Arbeiten auch super mitgemacht. Auch die groben.
Naja, so sage ich mal so als Empfehlung für Handschuhe fürs Bushcraften. Die hier. Oder Rider Gloves. Ja, die popeligen 3,99 Euro Handschuhe vom Lidl. Rot-Blau haben die manchmal. Halte ich nichts von. Die hier. Auf jeden Fall. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Bewertung, Kommentare werden gerne gesehen. Das wisst ihr. Das wisst ihr. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ihr sollt kommentieren.